Ich darf euch heute meine Idee Cellbuddy mit einer kleinen Geschichte näher bringen. Betrachten wir mal den Thomas, der ist 35, wohnt im schönen Stuttgart und hat die Ehre, letztes Jahr von seiner Tante ein Einfamilienhaus vererbt bekommen zu haben. Und das möchte er jetzt verkaufen. Allerdings möchte er keinen Makler beauftragen, denn das Haus ist 700.000 Euro wert. Ein Makler würde 25.000 Euro von ihm bekommen. Und er ist ja Schwabe, wohnt ja in Stuttgart. Das heißt, er möchte ja Geld sparen. So, das heißt, er nimmt es in die eigene Hand, verkauft das Haus selber. Jetzt haben wir ein Problem, der kann gar keine Fotos machen, die schön aussehen. Mit rechtssicheren Verträgen kennt der sich schon gar nicht aus. So, wie kriegen wir das Problem jetzt gelöst? Na, mit meiner Plattform Cellbuddy natürlich. Denn hier kann sich Thomas passgenau die Dienstleister für seinen Verkauf raussuchen, die er genau braucht. Also ein Fotograf oder ein Anwalt, der ihm die Verträge erstellt. Und das Gute ist, die Dienstleister sind lokal, bewertet und auch geprüft. Das ist so, zum Beispiel kann er dann die Besichtigung selber machen und sich genau das raussuchen, was er eben braucht. Das Beste natürlich daran ist, das Ganze ist für ihn kostenlos, denn die Plattform finanziert sich durch die Gebühren, die die Dienstleister von ihrer Buchungswert zahlen. Das Gute an diesem Erlösmodell ist dann, dass ich Cellbuddy durch einen geringen Fremdkapitalanteil tragen kann und bereits im ersten Vollbetriebsjahr sich selbst tragen kann und auf eigenen Beinen stehen kann. Die Skalierung erfolgt erst in der Region 10, hier im schönen Ingolstadt, dann geht es weiter in größere Städte wie zum Beispiel München oder auch Stuttgart. Meine Vision mit der Plattform Cellbuddy ist es, Kunden wie Thomas glücklich zu machen und Immobilienverkäufern das Leben ein bisschen leichter. Dankeschön. Ja, meine Frage, wie weit sind Sie mit dieser Idee? Wann steht sozusagen das Startup wirklich ins Haus? Genau, der erste Prototyp der Website steht. Da geht es jetzt noch ein bisschen weiter, dass es auch ansehnlich aussieht. Und ab August geht es in Ingolstadt los. Dann sollen zügig neue Städte erschlossen werden, bis es dann auch ins Schwabenland geht. Das ist doch ein Wort. Super, danke. Also, ich habe schon gehört,